Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown. Und mein Waschbär spricht wieder nicht. Animation Throwdown, Animation Throwdown, Animation Throwdown. So, jetzt also. Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown mit mir, dem Herrn Gleich. So, wir schauen wieder in den Kommentar rein von Jonas Bock. Nices Video und lohnt sich das Haley-Paket? Es kommt darauf an, was du vorhast. Also wenn du jetzt irgendwie ganz viele Gems, ganz viele Gems hast, dass du die voll bekommst, aber da brauchst du schon wirklich ganz viele, dann würde sich das lohnen. Aber wenn du da gar keine, also machen wir es mal anders. Pass auf, wir gehen jetzt mal rein, ja? So, du machst das gleiche wie ich, du gehst hier rein in das Haley-Paket und wenn da 0 von 250 steht, und du nicht unendlich viele Gems dafür ausgeben möchtest, weil so viele wirst du mit Sicherheit nicht haben, dann nein, dann lohnt es sich nicht. Ja, also. Schon geleakt hier. So, also, dann gehen wir mal hier rein. Hier haben wir jetzt nach wie vor den Mythic Boomhauer bei Mamas altmodische Geheimnisschatulle. Jetzt waren wir hier bei dem Mythic Haley Pack. Natürlich ist Haley geil. Also, die Box ist cool, das Pack. So, CIA-Student, Neil Goldman, Cuddles und Bill Daugherty. Auf jeden Fall mega geile Karten, ja, definitiv. Zumal, wenn du hier genügend ausgibst, dann würdest du wahrscheinlich den CIA-Studenten voll bekommen, dann würdest du den Bill Daugherty voll bekommen. Also ist auf jeden Fall ein geiles Pack. So, den Bill Daugherty kann man hier auch bekommen für 100 Creds. Beziehungsweise dann für 10 Euro ungefähr umgerechnet. Der ist halt echt cool. Ja? Dann haben wir hier die Dogbox. Mit Betsy, Spirit, New Brian, Goggles, Cat McGriffin und Lois Griffin bin ich jetzt nicht wirklich begeistert von. Habe ich auch schon mehrfach gesagt. Und dann sind wir auch schon in der Meisterschaft. Ja, dann gucken wir uns mal an, was es da heute gibt. Da gibt es den Pool Shark als allererstes. Und was habe ich jetzt gemacht? Ist hier so. Da, also Pool Shark. Nochmal da rein. Das muss ich jetzt mal darüber ziehen. So, zack. Pool Shark. Das ist das hier. Mit einer. Da ist auch die Mythic Haley. Passend eben zu dem Pack. So ein Zufall. Ja, mit 19-fach Punch, Hijack und einem Bodyguard. Oder eben hier. Ja, das war ja nur mit Turkey Day Football. Hier mit Push-Ups. 20-fach, aber so viel Unterschied ist da nicht mal, ne, wie man sieht. Das ist schon krass. Viel Unterschied ist da nicht wirklich zu sehen, ne? Außer in den Leben da unten. Also 20-fach Punch, 13-fach Hijack, 15-fach Bodyguard, wenn du es mit Push-Ups hast, ne? So, dann haben wir hier Flag Football, The Stingers. Ich glaube, die stärkste ist hier momentan das Ding ist. Ah, Softball-Player Jerome ist auch sehr stark. Terrestrial Cycling. Auf jeden Fall alle ziemlich gut. Ist eine geile Combo. Also, mit Sicherheit werden diejenigen, die sich die Mythic Haley zusammen gekauft haben, als Whales, auch diese Combo holen. Bin ich mir hundertprozentig sicher. So, ich werde das nicht tun. Und deswegen gehen wir gleich weiter zur nächsten. Das ist die einäugige Ballkanone oder auf Englisch One-Eyed Bean Machine. Ja, auch die schauen wir uns jetzt mal ein bisschen näher an. Das ist ein klassischer One-Hitter oder First-Hitter, ja. Das Ding sieht folgendermaßen aus. Jetzt natürlich nicht in dieser Kombination. Aber ich mache das Ganze jetzt mal hier mit der Mythic Lila. Ah ja gut, das kann ich so jetzt, das kann ich so nicht machen. Ich kann das nicht maxen nur bei der Mythic, weil das würde ja bedeuten, dass auch die Mythic gemaxt sein müsste. Das heißt, ich lasse es jetzt wieder auf normal. Dann hätten wir hier folgende Situation. Dann haben wir hier eine Lila mit einer Blurns Ball. Und da kommen hier hinten raus 24 Angriff und 25 Punch. Da bist du bei 49. Ja. Und 49 Angriff macht die meisten Karten kaputt. So, im First Hit zumindest.
Also jetzt nicht unbedingt, wenn sie dann schon kombiniert sind, aber zumindest im First Hit machst du das meiste kaputt. Also auf jeden Fall eine ziemlich krasse Geschichte hier. Also wer die Bluehands Ball im Deck hat und die Mythic Leela, ich habe die Mythic Leela. Ich habe auch Bluehands Ball. Ja, aber ich werde mir das Ding trotzdem nicht holen, ja, auch wenn die ziemlich stark ist. Ich habe diverse andere First-Hitter-Kombos, deswegen mache ich das jetzt hier nicht, aber ist geil. Ja, ist auf jeden Fall geil. So, dann kommen wir zu den weniger geilen Sachen. Dann sind wir beim Playwright Brian. Ja, jetzt gibt es ja auch den Mythic Brian inzwischen, aber das hilft alles nichts. Auch ein Mythic Brian kann, und wahrscheinlich wäre die Buzzsaw die einzige, genau. Auch ein Mythic Brian wird da nicht viel dran ändern können, dass der Playwright Brian jetzt, ja, er ist nicht schlecht, so ist es nicht. Ja, also du hast hier 20-fach Cheers, du hast 22 Herzen mit hinzu, wenn du eine Combo spielst, und 18 Angriff mit hinzu. Das ist schon alles gut, ja. Das ist schon alles gut. Aber für mich lohnt sich das Ding nicht, ja. Also, nö. Deswegen würde ich auch keine 1000 Steine für ausgeben. So, dann haben wir als letztes den Singing Bus Boy. Das ist jetzt wieder eine Zoidberg-Kombo. Allerdings muss man dazu sagen, dass das jetzt nicht eine der stärksten ist, weil es eben eine Restaurant-Karten-Kombo ist. Stärkste Möglichkeit wäre jetzt hier mit Bob's Burgers. Aber sorry, was willst du mit Bob's Burgers? Also, heute alle Kombo Recipes, die hier drin sind, im Shop für die Füße. Uninteressant, ja. Wenn euch das Video gefallen und geholfen hat, dann lasst doch mal bitte einen Daumen nach oben da. Schreibt mir was in die Kommentare. Ihr wisst, ich freue mich da immer riesig drüber. Ja. Und ja, und schaltet nächstes Mal wieder ein. Achso, abonniert den Kanal, ja. Wäre auch ganz schön. Und schaltet nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animation Throwdown. Mit mir dem Herrn gleich. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.